Ja, hallo, willkommen, mein Name ist NeuroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die HD Chronicles. Die Chronicles sind, ich meine, nicht HD Chronicles, what? So, wir sind immer noch hier am Rumlatschen mit Kratos, sehe ich gerade. Und wir haben nur 9 Erfahrungspunkte noch übrig bis zum nächsten Level Up. Wir sind in der letzten Folge dorthin gegangen, wenn ich mich nicht irre. Warte mal, ich muss mal hier gucken. Turm des Mana. Das sind jetzt halt Dingens hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das Falsche geladen. Ich meine, war ich nicht schon da drin, ne? 12 Stunden 33. 12 Stunden 56. 12 Stunden, ne. Wird schon das Richtige sein. Okay, egal. Dann gehen wir mal irgendwo anders rum. Da hinten ist ein Baum, gehen wir da meinen. Schon wieder ein paar Wochen her, seit ich gespielt habe, also schon weg, mal. Nicht wundern, wenn ich mal ein bisschen nicht weiß, wo ich hin muss und so. Der Marsi-See, okay. Was haben wir hier? Sind wir hier richtig? Hey, seht euch das an. Ein Einhorn? Wie wunderschön. Was? Das Ding ist am Sterben. Ein Einhorn. Rain, da ist ein Einhorn. Ja, aber warum ist das? Es ist wie ein Kerker aus Wasser. Wir können nichts dagegen unternehmen. Dann können wir nicht hingehen und es ansprechen. Und seinen Namen geben. Kannst du mit deiner Magie nichts ausrichten, Dennis? Was denn zum Beispiel? Wir könnten vielleicht etwas tun, wenn wir uns die Macht eines Elementargeistes leihen könnten. Aber ich bin kein Beschwörer. Kunst des Beschwörens ging vor langer Zeit verloren. Das geht auf keinen Fall. Kommt man darauf, das zu erwähnen? Mein Gott, es gibt so viele Orte, die man noch besuchen können. Optionale. So, Karte. Hier. Ist der jetzt da? Hier ist so ein Massisee. Boah, keine Ahnung. Gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Muss bestimmt da. Oh, da hinten ist was. Da glitzert was. Die Kamera. Ah. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder hier an Themen gestürmt, ne? Aber wir sind vorbereitet. Das heißt ja vorbereitet, aber wir sind schnell genug. Sag mal hier. So viel größer geworden. Was meinen Sie? Dich? Als ich dich zum ersten Mal sah, warst du nicht viel größer als Gennis jetzt. Ja, wohl wahr. Deine Stimme war noch die eines Kindes. Oh ja. Bald bin ich so alt, wie sie es waren, als wir das erste Mal sahen. Was ist los? Warum säufst du? Naja, in seinem Alter war ich viel kindlicher als Gennis. Und ich bin noch viel kindlicher, als sie es in meinem Alter waren. Nun, das bedeutet, dass du erwachsen wirst. Warum? Kinder sind absolut davon überzeugt, erwachsen zu sein und bemühen sich verzweifelt um Anerkennung. Verstehe. Das hoffe ich. Es ist wahr, die Fähigkeit, objektiv zu sein, ist der erste Schritt zum Erwachsenwerden. Okay. Also ich bin ja auch noch ein Kind. Ich verstehe das. Will ich mich auch nicht erwachsen sein? Ah. Wohin? Ja, mein Gott, was ist? Da nimmt sich hier ein Fisch. Das ist kein Fisch. Hör auf damit. Muss ich hier durch? Nee. Ich habe keine Ahnung. Da ist wieder der See, ne? Vielleicht muss ich ja da oben irgendwo lang. Bah. Ich weiß auch gar nicht mehr, von wo genau ich gekommen bin. Ich hätte mir vielleicht jetzt auch mal angucken sollen. Aber das mache ich ja irgendwie nie, weil ich blöd bin. Shinjinken. Demon Fang. Futsch. So, komm. Futsch. Ich kann immer noch nicht Demon Fang und Pierce Demon Fang aneinander rein, das regt mich so auf. Alter, ich hab Zauber, Alter. Ich will langsam mal ein paar neue Charaktere haben. So. Kratos an Level Up. Wir laufen jetzt schon eine ganze Weile mit diesen Charakteren herum, ne? Kann das sein? So, da sieht doch gut aus. Was ist das?
Da ist ein Turm. Was hat der Turm, wo wir hin müssen? Aua. Mein Gott, ich krieg noch voll aufs Maul. Ja, da wollte ich nicht. Mein Gott, da krieg ich ihn so aufs Maul. Ich würde hier schon abwehren wie bekloppt. Ich bin da schon vorsichtig. Nein, falsch. Aua. Jetzt komm. Komm, weg, danke. So. Ja, immer ist das Schicksal. Immer ist das Schicksal. Immer ist das Karma. Die Asgard-Farm. Noch eine Menschenfarm. Eine Menschenfarm. Ich halte mich besser fern. Warum? Sonst auch nicht abgehalten, sondern gehen wir da zum Turm. Da muss ja der richtige jetzt sein. Waren schon so an so vielen Orten, die alle irgendwie falsch waren, und das Monster. Da sind wir an so vielen Orten vorbeigekommen, die alle irgendwie falsch waren. Langsam würde ich mal den richtigen Ort hier treten. Wir waren schon in diesem Wassertempel, in diesem Ding mit dem Siegel im letzten Part. Also, mein Gott, ich komme ja nicht runter, weil hier eine Klippe ist. Eine Mini-Klippe. So. Sag mir nicht, ich muss da, oh Gott, ich muss da auch noch drüber. Okay. Gott sei Dank. Hey! Warum kommen jetzt so viele Gegner? Ja, okay, so zwei Marienkäfer. Oder Maikäfer. Die Maikäfer sind die mit Schwarz und Rot, ne? Jo! Nicht getroffen, geil. So, jetzt aber. Ich treffe dich. Verdammt! Er ist geflogen. Immer hat Schicksal, es ist immer Schicksal, egal was passiert, das Schicksal oder Karma. So. Ja, wenn es so viele optionale Sachen gibt, dann bin ich ganz schön beschäftigt in diesem Spiel. So, was haben wir hier? Den Turm des Mahners, endlich. Wir haben irgendwie mal unser Ziel erreicht, Gott sei Dank. Jetzt kommen wir da auch nicht durch. Wundervoll, das ist also der Turm des Mahners. Erbaut, was? Achso, erbaut, um den Turm des Heils zu erblicken. Ja, das muss er sein. Was ist denn? Ehrlich, Leute, das haben wir doch schon im Unterricht durchgenommen. Der Turm wurde von der Kirche von Mattel verwendet, um den Turm des Heils anzubeten. Allerdings wurde er von langer Zeit verschlossen, weil Monster darin erschienen. Und kein Schwein hat bis jetzt geschafft, die zu erledigen, oder was? Ich muss da einfach rein. Dem Buch der Erneuerung nach zu urteilen, müsste hier ein Siegel sein. Aber hier ist kein Orakelstein. Es scheint abgeschlossen zu sein. Verdammt, ich kriege es auch nicht auf. Wenn wir uns keinen Zutritt verschaffen können, brauchen wir uns hier nicht aufhalten. Was? Ja, da haben Sie recht. Komm, Leute, wir gehen. Wo muss ich denn dann hin? Oh mein Gott, jedes Mal. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt weiß ich doch schon wieder nicht, wo ich hin muss. Ja, und nun? Wo muss ich denn jetzt hin? Ey, das gibt's doch nicht. Schlafen Einwagen, geheimnisvolles Siegel. Laut den Aufnahmen der Buchhörung. In der nördlichen Region. Die Stadt der Hoffnung. Was? Luin, hier ist irgendwo eine Stadt. Okay, dann suchen wir mal eine Stadt. So, irgendwo hier in der Nähe sein. Ey, da habe ich mal gefunden, wo ich hin muss, und dann kann ich immer noch nicht weiter. Ey. Verarsch mich doch, ich muss immer irgendwie gucken. Da sieht doch richtig aus. Geh mal da ein. Muss richtig sein. Luin, jawohl. Komm irgendwie bekannt vor die Stadt. Ich habe den zweiten Teil schon gespielt. Stadt der Hoffnung, Luin. Hey, ist das nicht da? Ist das nicht die Stadt, wo, ja, wie kann ich das jetzt einfach so sagen? Wo der Hauptcharakter aus dem zweiten Teil herkommt, so viel kann ich ja sagen. Aber du siehst wichtig aus. Ich bin auf meine Pilgerreise weit gekommen. Es wäre zwar effizienter, sich einer Gruppe anzuschließen, aber ich hätte dann das Gefühl, die Reise wäre bedeutungslos. Good Story, Bro.
Phönix. Eine Nacht kostet 300 Gold. Als Abschneiderin. Stopp! Gratis, stimmt etwas nicht? Oh, ich entschuldige mich für die Störung. Unser Freund war zurückgekommen. Ich schon wieder, bist du okay? Hey, der stellt kaum eine Bedrohung dar. Der stellt kaum eine Bedrohung dar. Also, ich verstehe. Gut, ich gehe nochmal in mein Zimmer. Okay, speichern wir mal. Und übernachten dann nochmal. Vielleicht muss ich ja mit mehreren Charakteren irgendwie pennen gehen. Mal mit, weiß nicht, Rain. Wenn ich dann lade ich einfach, weil 300 Gold ist ganz schön viel. Aber diesmal scheint nichts passiert zu sein, okay. So, ich will mal 300 Gold wieder. So. Muss ja ausprobieren, ne? Aber anscheinend muss ich in jeder Stadt mal übernachten. Und so langsam im Verdacht, wer hat sein könnte, der uns verfolgt. Oder wurde das schon gesagt? Ich weiß nicht mehr. Quatsch, der Hauptcharakter kommt ja nicht aus Luin, aber der ist aufgewachsen. Ach, jetzt ein Waffenshop. Wir kommen im Kampfgeist, okay. Wow. Oh, okay. Ich muss schon sagen, wenn ihr nichts irgendwie ist, was besser ist, ne? Da kaufen wir zwei davon. Für Colette und... Ja. So, warte mal noch. Sonst nichts Besseres. Von hier von habe ich gar nichts. Hasenfote bringt Glück. Warum nicht? Okay, warte mal. Ob so irgendwas? Anpassung. Ah, okay. Oh, wir können wieder Sachen herstellen. Oder auch nicht. Ich kann gar nichts herstellen, verdammt. Ausgerüstet, ein Klingentanz, aber wir können die Klingentanz verbessern. Mein Gott, für Waffen, ne? Okay, dann, ja, tu mal die Klingentanz wegrüsten. Ja, mit Dualring. Und tun wir einen mystischen Ring erstellen. So. Hat sie wesentlich schon mal eine bessere Waffe. So, was noch? Ja, Joi. Jaui? Eine Lichtrobe. Federrobe. Hat jemand eine Federrobe an? Weibliche Ninjas. Okay, warte. Hat jemand eine Lichtrobe an? Eine Federrobe. Okay. Dann nimm mal die Federrobe. Mach die zu einer Lichtrobe. Kann ich eigentlich nochmal machen, ne? Nö, ich habe keine andere Federrobe, verdammt. Obwohl, sie konnte ja als einziges sie ausrüsten, ne? So, ein Masamune, das haben wir. Ich bräuchte Schwarz-Silber noch. Wurfstern. Okay, ich kann meine ganzen Sachen irgendwie weiter ausbauen. Ich hoffe ja, ich brauche den nicht für irgendwas anderes. Oh, cool. Okay, gucken wir erstmal noch weiter. Schmuckstab, okay. Kann eure Dinge verbessern. Aber nur zwei?
Nymphenträger, ja, was soll's. Ich hoffe nur, in der nächsten Stadt sind irgendwie nicht schon viel bessere Sachen und ich wollte hier alles umsonst machen. Sie hat wohl sehr wenig Intelligenz. Stahlschwert, Dolch der Hydra, Schwert der Erde, mein Gott. Du hast ein Stahlschwert. Verdammt, ich brauche Schwarz-Silber. Ich könnte auch das hier erstellen. Das können wir auch erstellen. Schwarz-Silber, ich brauche immer Schwarz-Silber. Ja. Oh, was? Ist auf 4 Stärke. So, jetzt haben wir bis auf Leute mit jedem neue Waffen bekommen. Das ist schon mal gut. So, das ist auch wichtig aus. Ich mache gerade Inventur. Okay, lass dich nicht stören. Okay, das war produktiv. 4 neue Sachen mehr bekommen. 4 neue schöne Sachen. Ach, jetzt wieder so ein Katzding. Ja, guck mal, mach mal irgendwas. Unbekannte Gegenden. Meinetwegen 1680. Mach irgendwas. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wofür ich jetzt Geld ausgegeben habe. Ja, hoffentlich wird was bringen. So, warte mal hier. Das ist das Zimmer, oder? Ist da im Schrank irgendwie was? Hier. Ist irgendwas zu sagen? Ja, okay. Aber hier. Hi. Du siehst episch aus. Au, meine Hüfte. Cool Story. Was mit dir? Au, deine Hüfte? Reicht nicht. Man muss feucht sein, wenn man alt ist. Okay. Nichts zu sehen. So, wenn ich mich irre, dann geht's oben noch weiter. Nee. Gerade da gewesen. So, dann gehen wir mal hier lang. Hui. Okay, okay, schön. Diesmal bin ich also dran. Yay, versteckt euch alle. Na? Was schaust du denn die ganze Zeit? Du bist irgendwie süß, eigentlich bist du ganz nett. Okay, eigentlich. Okay, wenn sie hat den falschen Hals bekommt, aber das klingt irgendwie nicht so nach was Leute sagen würde, auch wenn er vielleicht irgendwie mehr Erfolg hätte. Deswegen machen wir das. Du bist trotz allem eine nette Person. Was sagst du da? Glaub bloß nicht, dass sich das etwas ändert. Wenn du solche Dinge sagst, bist du immer noch mein Feind. Okay. Na. Ich glaube, oben links war nichts mehr. Ne, das sagt das hier. Oh, das fällt. Das wollte ich nicht. Gehen wir nochmal rein. Was? Da bin ich nie auf einmal. Jetzt bin mal ins reingegangen, bin egal. Fällt? Ne. Die Designs von der Farm im Nordosten, wir wissen nicht, wann sie angreifen werden. Wir leben jeden Tag in Angst. Ja, tun irgendwie alle. So, hier war nicht hier irgendwo das Bürgermeisterhaus. Wir leben jeden Tag mit der Angst von den Designs. Ja, das hat mir gerade schon jemand gesagt. Gehen wir hier rein. Unten, das sieht wichtig aus. Einkaufen, man kann ich nie einkaufen. Scheideweg, was? Von zwei. Mein Gott. Oh, das könnte nützlich sein. Na, was? Nee, naja, ich. Oh, prüfen. Was? Oh mein Gott. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch ein Rezept bei. Die legendäre Speise, die bei Männern der Seele beliebt ist. Der See. Mein Gott. Fischeintopf. Lernt, wie man Fischeintopf zubereitet. Fischeintopf. Man nehme beliebigen Fisch und Seegras.
Zutaten für Fischeintopf halten. Leb wohl. Ich muss jetzt gehen. Mein Planet braucht mich. Oh Gott. Was haben wir da oben? Na. Na. Okay. Ich möchte noch wenigstens irgendwas Wichtiges hier machen. Irgendwie Story vorantreiben oder was weiß ich. Hi. Hallo, willkommen im Tempel von Mattel. Zugeben, dieser Tempel ist recht klein. Warte, ich sag's. Was ist da drin? Was muss ich machen? Warte, machen wir da unten? Nee. Oder? Nee. Ah, muss ich denn jetzt schon wieder ein? Wenn man das Spiel nicht kennt, ne? So, hier war ja überall, ne? Okay. Weiß nicht. Ja, ich setze mal ein heiliges Wasser ein. Heiliges Wasser. Oder heiliges Licht. So, wir haben den Turm gefunden, das ist schon mal gut. Wir haben eine Farm gefunden, ist auch schon mal gut. Wir haben so einen anderen... hier ist so ein Stein, geil. Wir haben so ein Dingens hier, so ein, was weiß ich, Tempel, glaube ich, gefunden. Wo auch irgendwie ein Siegel oder... Was weiß ich, was wir dafür brauchen, um da weiterzukommen. Also wir haben alle möglichen Orte schon entdeckt. In den letzten Parts, aber irgendwie kein Ort, wo wir hin müssen. Was? Oh, nee. Nein... Ja, Gott sei Dank. Was? Was? Warum steckst du ab? What is this shit? Ich drücke überhaupt nichts, er steigt einfach wieder ab. Er hat keinen Bock. Ah. Oh, was? Truhe? Er hat einen T-Ring. Was? Ein Ring, mit dem der Träger tendenziell zum T-Typ wird. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber okay. Ja. Ja. Oh, muss da rum. Hier kann ich den immer aufrufen. Ja, geh weg. Gibt's doch nicht. Oder in den Stein aktiviert. Warum geht denn der bis hier nicht noch? Eieiei. Einige stürzt sich jetzt wahrscheinlich den Kopf, oder du bist noch nicht so weit, oder aber du bist auch vorbei auf dem Wald, weiß ich. Professor, wo haben Sie studiert? Bestimmt irgendwo an einem großen Institut, oder? Ich habe nie eine Schule besucht. Ich habe verschiedene Tests abgelegt, aber aus den unterschiedlichsten Gründen habe ich keine normale Schule besucht. Wow, ich hätte nie gedacht, dass man so klug werden kann, wenn man keine Schule besucht. Solange du den festen Willen dazu hast, kannst du überall lernen. Ich verstehe. Da ich nicht den Willen habe, verstehe ich auch Ihren Unterricht nicht. Du sollst nicht stolz darauf sein. Ich weiß, dass du es mit mehr Anstrengung schaffen könntest. Du bist auch in der Lage, die kompliziertesten handwerklichen Techniken zu lernen. Oh, hey, nun, so etwas will ich auch lernen. Das ist ja auch in Ordnung. Auch ich bin manchmal nicht mit meinen Ergebnissen zufrieden. Jemand kochen? Oh Gott, ich gebe es nicht gern zu, aber ja. Wenn es einen Kochkurs geben würde, wäre ich froh, wenn ich daran teilnehmen könnte. Ja. Okay. Sie werden wahrscheinlich besser werden. Danke, Leute. Auch wenn du mich nur trösten willst. Ja. So war es auch gemeint. So, gleich 25 Minuten, wir haben nichts erreicht. Ah! Vielleicht muss das ja auch so sein. Weil so eine Pilgerreise ist ja nicht so... Naja. Leicht, würde ich mal sagen. Ist schon irgendwie wissen, wo du hin musst. Oder wie so ein Loop hier durch die Gegend läufst, so wie ich. Dann musst du schon gucken, wo du hin musst. Können wir da hoch irgendwie? Sieht nicht so aus. Nee. Okay, reicht. Schon mit unserem Feenglitzer hier weiter rumlaufen. Ach, da können wir drauf, oder? Nee. Oder? Nee, ich glaube, da können wir her, oder? Nee. Okay. Solange ich meinen Feenglitzer beschützt, bin ich sicher. Gleich steht da irgendwie... Ah! Er ist aus.
heiliges nochmal. Ein Tales of Grace sieht man mich nur mit Finstertränken hier rumlaufen und hier nur mit heiligen Licht, glaube ich. Okay, hier kann man wenigstens offscreen trainieren, ohne dass man viel verpasst, so als Zuschauer, finde ich jedenfalls. So, da ist gleich die Straße zu Ende. Hoffentlich ist da was, wo wir hin müssen. Ob das richtig ist, weiß ich nicht, aber mal gucken, wird schon richtig sein. Auf vorne zu spawnen. Sind ich in Dragon Quest 9. Die Gegner direkt vor der Nase irgendwie spawnen, ne? Wenn man die ganze Zeit gerade auslaufen würde. Aber bitte sag mir, ich bin hier irgendwo richtig. Muss doch jetzt hier richtig sein, wenn er gleich irgendwie steht. Nein, hier müssen wir nicht lang, wir müssen irgendwo anders hin. Dann kotze ich. So, aber hinten, mein Gott, da geht's ja noch weiter. Ah, das ist so ein Stein, geil. Okay, langsam will ich aber mal wissen, ob ich überhaupt richtig bin. Ich war ja schon. Was? Wo muss ich lang? Ich war ja schon mal. Wo bin ich denn hier? Na nein. Ach. Wo bin ich? Oh, die Karte, die ist irgendwie nicht so brauchbar. Ich bin. Warte, ich bin da wieder gleich. Ist das richtig? Ja, erst heißt es zum Tempel des Manas, dann heißt es irgendwie, keine Ahnung. Ja, irgendwo muss ich da hin langsam. Was haben wir hier? Hier sind wir wie ein Dingens in dieser. Boah, was? Wie kann ich denn so abgewichen sein vom Weg? Ist doch nicht. Mein Gott, aber kämpfen sie jetzt richtig schnell. Ah, ja, okay, das sind auch schwache Gegner. Wir waren ja schon mal ihr Mann. Ja. Ich habe so das Gefühl, ich bin hier falsch. Wie sollt? Hier war ich doch schon mal. Hm. Weiß nicht. Ja, wie ist mein Dings? Aber angewiesen, die Zeit zugänglich sind. Leck mich! Ja, meinetwegen. Was? Okay. Ja. Okay. Ich mach mal ihren Schnitt, guck mir die Synopse noch mal an und so. Und die letzten Parts. Und dann muss ich mal gucken, wie und warum, wo ich hin muss. Und keine Ahnung. Weil ich bin jetzt irgendwie gerade verloren. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Geht ihr weg.